Am Nordhang des Nutscheid, einem Höhenzug zwischen Siegtal und Bröltal, liegt Bladersbach, das heute zur Gemeinde Waldbröl gehört. Hier in Bladersbach besteht eine der letzten Waldnachbarschaften des Bergischen Landes. Charakteristisch für die Waldnachbarschaften ist der ungeteilte Waldbesitz einer Gemeinde als Erbenwald, der von den angestammten Familien gemeinschaftlich genutzt wird. Zur Nutzung des Waldes gehört bis heute die Brennholzgewinnung im Winter. Bevor mit dem Ausholzen des Waldes begonnen werden kann, muss der Jahresschlag von den Deputierten aufgeteilt werden. Diese bilden den Vorstand der Waldnachbarschaft und sind für die Einhaltung der Statuten verantwortlich. In jedem Jahr geben sie einen Anteil des Waldes zur Holzung frei. Die folgenden Jahre überlässt man diese Fläche dann wieder der Natur. In festgelegter Reihenfolge wird so der gesamte Wald einmal umgetrieben. Den 95 Hektar umfassenden Laubmischwald mit Birken, Buchen und Eichenbesatz nutzten die Bladersbacher nicht nur für die Beschaffung von Brennholz, sondern bis in die 60er Jahre auch für die Gewinnung von Eichenlohe. So, Kost kommt nur der. Durch Einmessen der Holzung teilen die Waldschöffen den Jahresschlag in 20 bis 30 Teilflächen entsprechend der Anzahl der Nachbarschaftsmitglieder auf. Die Grenzen der Örter, wie man die abgeteilten Waldstücke nennt, werden durch das Einschlagen von 1,20 Meter langen Grenzpfählen markiert. Die Breite der ausgemessenen Fläche wird durch das Anlegen einer Messroute bestimmt. Die Größe eines Ortes kann ein, zwei, aber auch mehr Routenlängen betragen. Maßgebend für die Größe einer Fläche ist der Brennholzertrag und seine gerechte Verteilung unter den Mitgliedern der Waldnachbarschaft. Steht die Grenze eines Ortes fest, wird der Begrenzungspfahl mit dem stumpfen Ende des Beils an der vom Waldvorstand gekennzeichneten Stelle eingeschlagen. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis für jedes Mitglied die entsprechende Parzelle abgeteilt und die gesamte Waldfläche vermessen ist. Den einzelnen Mitgliedern der Waldnachbarschaft steht kein realer, fester Besitz an dem Gemeinschaftswald zu. Sie verfügen lediglich über einen ideellen Anteil. Durch ein Losverfahren wird dieser Anteil jährlich neu ermittelt. Ausgangspunkt für das Einmessen der Örter ist die im Vorjahr bearbeitete Waldfläche. Von hier aus vermessen die Männer das gesamte, neu zu bearbeitende Waldstück. Die Grenzpfähle kennzeichnen das Ende eines Ortes. Die eingeschnittene Zahl zeigt in die Richtung der Waldfläche, der sie zugeordnet ist. Jede Parzelle erhält auf diese Weise eine Ziffer. Auf der parallel verlaufenden Grenze des Jahresschlags werden die gleichen Markierungen angebracht. Nach dem Einmessen kann der Vorstand die Anteile den Parzellennummern entsprechend verteilen. Ist die Größe der Örter festgelegt,
ermitteln die Waldnachbarn, welche Fläche einem jeden Mitglied zusteht. Die Verlosung wird unter der Leitung eines Mitglieds des Nachbarschaftsvorstands durchgeführt. So Leute, wir sind jetzt alle zusammen. Wir sind gestern aufgewiesen und haben die Erde abgedeelt. Und jetzt will man sie verlosen, dass die Sache weitergeht. Die im Film dargestellte Situation am Rande des Waldstücks ist längst einem abendlichen Treffen in der Dorfwirtschaft gewichen. Die früher üblichen Holzlose sind aus fingerdicken Aststücken zurechtgeschnitten. Sie werden nun in einem Hut gemischt. Der Waldschöffe ruft jedes Mitglied der Waldnachbarschaft namentlich auf, ein Los zu ziehen. 21. Hermann Romünder. Ja. 22. Hans Romünder. Ja. Die Anwesenheit der Nachbarschaftsmitglieder ist nicht zwingend erforderlich. Kann einer an der Verlosung nicht teilnehmen, lässt er sich von einem bevollmächtigten Mitglied vertreten. Hier. 5. Manfred Adolf. 12. In die Rinde der Aststücke sind die Nummern der eingemessenen Waldstücke eingeschnitten. 26. Der Deputierte vermerkt auf der Liste der nutzungsberechtigten Waldnachbarn die Nummer des gezogenen Loses. Nachdem jedes Mitglied seinen diesjährigen Anteil am Gemeinschaftswald erlost hat, sucht es den zugeteilten Ort auf. Die in das Los eingeschnittene Ziffer ist behilflich bei dessen Auffinden. Von dem Grenzpfahl am Waldrand ausgehend beginnen die Waldnachbarn, die innerhalb der Holzung liegende Grenze zu markieren. Dieser Vorgang wird Abstrecken genannt. Hermann, ein bisschen rüber. Einer der Nachbarn weist vom ersten Grenzpfahl aus seine Helfer mit Rufen ein. Ja. Von seinen Rufen geleitet, legt man den Verlauf der gemeinsamen Grenze durch Markieren der Stämme mit der Sichel oder dem Beil fest. Die seitliche Grenze des Ortes wird von der direkten Verbindungslinie des Pfahls am Waldrand und des Pfahls an der Grenze des Jahresschlages im Wald gebildet. Bei dem zweiten Paul ist das Ende der Holzung erreicht. Von hier aus wird der Verlauf der Grenze noch einmal kontrolliert und endgültig festgelegt. Ja, ist gut. Hopp! Hopp, Willi! Hopp! Ja, ist gut. Anhauen! Anhauen! Ja, prima! Wo ist denn hauen? Bei der älteren Nutzungsform, die jetzt geschildert wird, führen die Mitglieder der Waldnachbarschaft die Waldarbeit gemeinschaftlich durch. Den Zeitpunkt zum Sammeln zeigt der Vorsitzende durch ein Hornsignal an. So Leute, sind wir alle hey? Ja? Ja. Das gute Alter, da lassen wir in den Busch hauen. Ja, ja. Die Gemeinschaftsarbeit wurde zur Zeit der Filmaufnahmen nicht mehr praktiziert. Sie ist mit Hilfe älterer Statuten rekonstruiert worden und der Bearbeitung der Waldflächen durch einzelne Nachbarschaftsmitglieder gewichen. Bei der Gemeinschaftsarbeit ist das vorherige Einmessen und Verlosen der Holzung nicht erforderlich. Laut Statuten genießen nur diejenigen Buschgerechtigkeit, das heißt Anrecht auf Teilhaberschaft am Gemeinschaftswald,
die ihren Anteil von einem nutzungsberechtigten Elternteil geerbt haben. Dies gilt auch heute noch. Die Waldnachbarschaft nutzt, ähnlich wie die Hauberggenossenschaften des Siegerlandes und die Janschaften des Kreises Olpe, den Wald im Frühjahr als Lohschälwald. Im Winter wird der zum Lohschälen ungeeignete Aufwuchs geschlagen. Der Eichenbesatz des Waldes, dessen Rinde zu Gerberlohe verarbeitet wird, bleibt stehen. Die Waldnachbarn beginnen das Ausholzen des Waldes mit dem Schlagen der zur Lohgewinnung ungeeigneten Bäume, wie Birken, Hainbuchen und Erlen. Sind die ersten Bäume umgelegt, beginnen die Männer mit dem Ausästen. Mit dem Beil oder dem Stängelsmetz, einem zum Holzschlagen geeigneten, sichelförmigen Arbeitsgerät, werden Zweige und Äste vom Stamm entfernt. Die dürren Zweige und Äste binden die Waldnachbarn später zu Schanzen zusammen. Zum Binden benutzen sie Birkenzweige, die durch Erwärmen über einem Feuer geschmeidig gemacht werden. Das Reisig benötigten die Bladersbacher zum Anheizen der Herde und Öfen. Die im Film gezeigten Werkzeuge, wie Trummsäge und Stängelsmetz, dienen ebenfalls der Rekonstruktion der älteren Arbeitsabläufe. Schon zur Zeit der Filmaufnahmen waren sie längst dem Einsatz der Motorsäge gewichen. Die dünneren Stämme und Äste der Bäume werden, sobald die Zweige entfernt sind, an Ort und Stelle zum Stapeln zerkleinert. Die Stümpfe werden sorgfältig abgeschrägt und geglättet, um ein Verfaulen der Oberfläche durch eindringende Nässe zu verhindern. Auf diese Weise begünstigt man den Austrieb im nächsten Frühjahr. Der natürliche Aufwuchs und die Einsaat von Eicheln und Bucheckern bilden den neuen Besatz einer Parzelle. Ist das Ausholzen beendet, stapeln die Waldnachbarn die gefällten Stämme am Waldrand. Diese Stapel bleiben bis zum Abtransport Ende Mai liegen. Durch den Trockenprozess hat dann das Holz an Gewicht verloren und kann leichter transportiert werden. Das gewonnene Brennholz, das zur Deckung des Eigenbedarfs genutzt wird, verlost dann der Waldvorstand zu gleichen Teilen unter den berechtigten Mitgliedern. Mit dem Ausholzen der Lohschläge beginnen im Winter die Arbeiten der Waldnachbarschaft, welche die Statuten im jahreszeitlichen Ablauf genau regeln. Im kommenden Mai, wenn der Saft in die Bäume gestiegen ist, können die Mitglieder der Waldnachbarschaft dann mit dem Schälen der Lohe beginnen.